So. Dann stellen wir uns mal hier so an die Laterne. Das ist jetzt so mein Dreh- und Angelpunkt. Und dann so ein bisschen nach vorne. So. Ha! Thumbnail ist Träger. Obwohl, der ist ein bisschen schief. Also, weil die Tür offen ist. Na, Tür zu. Geht aber nicht hoch, oder was? Oh! Oh, what the fuck? Ja, auf Wiedersehen. Schau dir unser Streckennetz an. Wir haben es weit gebracht. Wir bieten ein ordentliches und schnelles öffentliches Verkehrsnetz. Es ist fast perfekt. Es braucht nur hier und da noch ein paar Feinabstimmungen, dann sind wir fertig. Ja, weit haben wir es gebracht. Liebe, ich habe deinen Namen schon wieder vergessen, aber das werden wir ja wahrscheinlich noch ganz woanders hören. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Man merkt so ein bisschen an meiner Stimme. Die Trauer, sie hat mich ein bisschen gepackt. Angel Shores. Ja, es ist durchgerockt, es ist durchgespielt, es ist fertig, fix und fertig. Ich war ja noch damit beschäftigt gewesen, sämtliche Haltestellen und Stadtteile auf Stufe 5 zu bringen. Ich habe in den Zeiten, wo ich jetzt so ein bisschen meine Videos bearbeitet habe und währenddessen produziert haben lasse, die ganzen Haltestellen ein bisschen ausgebaut. Ich habe euch im letzten Video, so einen kleinen Tippvideo, das war auch das letzte Tippvideo hier aus Angel Shores gewesen. Wie gesagt, Bus 121 ist noch nicht vorbei, aber Angel Shores ist so gut wie vorbei. Es kommt noch eine weitere Sache, zu dem komme ich aber auch noch gleich. Habe ich jedenfalls alle Haltestellen und Stufen auf 5 gebracht, Haltestellen und Stadtteile auf Stufe 5 gebracht. Und ich will es euch mal kurz zeigen. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Alle Stadtteile hier auf 5 schon mal. Es gibt noch eine einzige Haltestelle, die ich noch auf 4 gelassen habe, beziehungsweise noch hochleveln muss. Das ist eine Haltestelle, nämlich hier in Gold Island. Das ist die hier. Wenn wir mal hier raufgehen, 4 von 4. Nochmal ganz kurz zu meinem Tipp- und Tricks-Repertoire, was ich euch in der letzten Folge gezeigt habe. Das war wie folgt gewesen. Ich hatte mir eine Route erstellt mit allen Haltestellen, die ich bis dato noch nicht auf Stufe 5 habe, und mit diesen sogenannten, ich spawn mit einem neuen Bus, kriegt ihr die relativ schnell gelevelt. Was wir jetzt machen werden, ist ganz einfach, wir werden gemeinsam noch eine letzte Route hier fahren, und das beginnt von hier. Hier, also die prägendsten, wie ich finde, Routen waren tatsächlich wirklich Gold Island und ja, die in Highlander Park gewesen. Highlander Park, die erste Station, wo ja alles so ein bisschen begonnen hat, und San Pablo an Dread, und dann geht es weiter über Transit Terminal und dann halt eigentlich irgendwie Gold Island Tourist Center. Das waren so die prägendsten für dich gewesen. Welche Stadtteile und Haltestellen waren denn für euch am prägendsten gewesen? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Und das übernehmen wir jetzt hier einfach. Fahren gleich die Route, aber ihr habt es ganz gut oben links gesehen. Ich habe 16 Millionen durch die ganze Aktion jetzt mittlerweile sammeln können. Und das heißt, wir werden uns jetzt mal sämtliche Busse hier kaufen, die es gibt. Jetzt nicht mehrfach alles von einem Bus, sondern einfach nur einzelne Busse. Also springen wir zum Dealership. Zack, da sind wir auch schon. Ja, da holen wir uns mal die sämtlichen Busse, die wir noch haben. Einfach so ein bisschen, weil ich habe ein kleines Thumbnail-Special für euch vor. Mal gucken, ob ich es einigermaßen hinkriege. Wir gehen jetzt hier rauf. Das sind alle Busse. 4. Wir gehen uns natürlich jetzt den Marken durch. Den haben wir schon, den haben wir auch schon. Bluebird. Weiß ich gar nicht, ob wir den haben. Kaufen wir. Oh, der ist hübsch. Ne, den hat man nicht gehabt. Ah, ein bisschen rustikal, das Ganze hier. Das sind jetzt so noch Plastikschalensitze. Eieieiei, wo ist man damit unterwegs? Das sieht so ein bisschen wie ein Gefängnisbus aus, der gerade ausgebaut worden ist. Boah. Also, bequem sieht anders aus, wa? Wir haben ein kleines Navi, aber ja, sehr rustikal auf alle Fälle. Na gut, den kaufen wir. Wie gesagt, alle Busse werden wir kaufen. Selbst das Lenkrad sieht so ein bisschen aus wie mein Lenkrad, vor dem ich gerade sitze. Dann haben wir noch hier den BYD. Ich wüsste gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Da haben wir aber noch die Gelenke-Variante. Auch ein wunderschöner Bus. Das ist natürlich, hier trifft Eleganz mit das Moderne. Also wirklich sehr schön gemacht. Wenn man sich das Interieur hier mal so ein bisschen anschaut, der wird jetzt auch gekauft.
Okay, kommen wir zu Grand Quest. Ich glaube, von denen habe ich bis jetzt noch gar keinen gekauft. Das sind der kleine Schmucklige. Ihr seht es ja gerade mal, 9 Meter, die etwas größere Fassung mit 35 Fuß. Das sind 10,67 Meter. Kaufen wir mal den hier für eine halbe Mille. Oh, der ist ja wirklich knuffig. Süß. Aber hübsch gemacht, das ist so ein richtig schöner, kleiner, moderner Dorfbus, will ich jetzt mal behaupten. Auch hier, ich finde den Gang schön. Man ist hier, hat ein bisschen mehr Freiheit, durch den Gang zu feiern. Das ist wirklich ein kleiner, süßer Dorfbus. Hinzu kommt natürlich noch die etwas größere Variante. Der, ist der elektrisch oder was? Nee, mal gucken, Wendekreis, Wartung, Motorleistung, nö. Eigentlich nicht. Motortyp, CNG. Obwohl, CNG ist, glaube ich, vielleicht ein Rückgewinnungsmechanismus, dass man trotzdem einen Elektromotor mit drin hat. Ich weiß es gar nicht. Sagt der ist nicht viel anders. Ich glaube, das Einzige, was hier ist noch ein, zwei Sitzreihen mehr. Das ist ein knapper Meter, der länger ist. Und vielleicht hier noch eine Sitzreihe mehr ist hier aber auch nicht. Ist dann für ein größeres Dorf gedacht. Dann kommen wir noch zum Urban Way. Ich glaube, den hier... Accurate, den habe ich nämlich schon. Ich hatte nur noch den Urban Way, der Normalfassung mit 12 Meter gar nicht. Jetzt kommen wir zu MAN und Mercedes gleich. Da haben wir ja eine Riesenauswahl. Wir haben zum einen den Lion City M. Oh ja, das hat auf alle Fälle MAN-Niveau. Solide, schön und trotz all den modern. Kommen wir zum nächsten MAN. Es wäre ehrlich gesagt schöner gewesen, wenn man das Ganze ein bisschen schneller kaufen könnte. Den Lion City A37 mit 12 Metern im Gegensatz zu den Lion City M. Schon einen Ticken länger. Und mal gucken, ob der auch so ein bisschen anders ausschaut. Also vom MAN-Stil jetzt nichts viel anders. Also... das passt alles. Was mir schon aufgefallen ist bei MAN, die Lenkung ist wesentlich angenehmer. Das ist eine schöne, direkte Lenkung, gerade zu den ganzen anderen Bussen, die wir es gerade eben hatten. Da ist der Wendekreis wesentlich besser und angenehmer. Aber keine Müdigkeit vortäuschen, wir kommen jetzt hier zum MAN Alliance City 18 mit 18 Metern. Schon ordentlicher Brummer. Kommt nicht ganz an den Capacity L rein mit 21 Metern, aber trotz all den... das ist schon eine schöne Länge und auch ein sehr schöner Bus. Der Boden, wie immer, hier sehr schick gemacht. Der ganze Holzdekor hier. Und auch hier die ganzen, eigentlich sonst normalerweise Monitore hier. Steht hier sonst immer was dran? Ne, eigentlich nicht. Aber richtig schick gemacht. Das sind so Busse, die auch mitunter bei uns hier in Berlin fahren. Nur ein bisschen anders aufgebaut. Also das haut hier schon so ein bisschen hin. Hier normalerweise ist bei uns in Berlin... kein Kinderwagenbereich oder Rollstuhlbereich. Da ist dann einfach so, dass nochmal hier zwei, drei Sitzreihen sind und hier ist eine Sitzreihe nochmal in die andere Richtung. Oh, das Clipping ist aber hier mit dem Lenkrad extrem. Mit dem hier, muss ich echt mal sagen. Das vibriert ja hier ordentlich. Für all die, die fragen, was ist denn Clipping? Clipping ist quasi die Eingabe Force-Feedback-Effekte, was das Spiel auf das Lenkrad wiedergibt. Und manchmal durch das Spiel kommt es bei dem Lenkrad nicht so gut an und es fängt an zu wackeln, weil das Lenkrad nicht genau weiß, was es jetzt macht, welches Force-Feedback, ach, links oder rechts, wie stark soll es jetzt gerade simulieren. Das ist eher so spielbedingt. In den meisten Spielen, besonders Rennspielen, kann man dies aber auch eigentlich einstellen. MAN Lion City G. Hier sind wir knapp bei 18 Meter. Ein Ticken kleiner. Und ja, vom Aufbau auch ein bisschen anders, denke ich mal. Gucken wir uns die mal an. Die Sitzreihen, würde ich jetzt mal sagen, sind fast gleich geblieben. Wenn wir uns das mal hier so ein bisschen angucken. Nur, dass wir hier Vierersitze haben. Wie gesagt, hier ist denn kein Kinderwagen. Beziehungsweise Rolli-Bereich. Hier haben wir noch eine hintere Tür. Ich weiß gar nicht, ob es beim City L, den auch jetzt so gab. Aber das ist er. Cockpit ist eigentlich auch relativ gleich geblieben. Ja, und das Clipboard auch hier so sehr schön. Ja, wie gesagt, MAN haben wir relativ viel. Wir waren jetzt gerade beim Lion City G gewesen. Jetzt kommen wir zum Lion City Stadtbus. Knappe 12 Meter, gleiche Fassung wie der Gelenkebus. Nur auch diesmal ein bisschen in anderen Richtung haben wir den als Kurzvariante. Aber relativ teuer. Was macht den denn so teuer? Kleiner und 100.000 Euro teurer. Also die Sitze sind es hoffentlich nicht. Ah ja. Schön ist anders. Gerade mit den Sitzen hier.
Cockpit ist, wie ich finde, standardgemäß MAN-Stil. Jetzt kommen wir zum Lion City L. Das ist eigentlich derselbe wie der Lion City Stadtbus, nur längere Variante. Ihr seht es, 2 bis 3 Meter länger. Ihr habt da hinten anstatt einer Achse 2 Achsen. Das ist dann schon eine ordentliche Länge. Und wir können uns mal angucken, ob wir eine Hinterrad-Lenkachse haben. Das wäre jetzt mal interessant zu sehen. So, gehen wir mal hier rein. Die haben wir sogar. Guckt mal hier. Sehr schön. Ist natürlich perfekt, um die Kurven zu kommen. Bei einer gewissen Länge wird es irgendwann ein bisschen schwierig. Dementsprechend wird hier aber auch der Wenderadius ein besserer sein. Oh ja, der ist natürlich sehr schick. Wir rutschen nicht zu sehr über die Vorderräder, weil die Vorderräder ja nicht die einzige Lenkachse sind an diesem Bus. So kriegen wir eine schöne Rundung rum. Gefällt mir sehr gut. Guck mal, wie schöne Kurven wir hier nehmen können dadurch. Ist gekauft. So, Lion City CNG Accurate. Das ist jetzt der letzte von der MAN-Reihe. Den habe ich auch noch nicht. Hier haben wir insgesamt 18,6 Meter. Ich denke mal, vom Design her lehnt sich trotzdem sehr an den MAN an. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, wir haben hier sofort eine Tür. Kann sein, dass es auch so die Fassung ist, die zum Beispiel am Flughafen unterwegs ist, wo die Leute mit ihrem Gepäck dann zu den einzelnen Gates bzw. Flugzeugen gebracht werden, weil das ist ein bisschen untypisch, hier eine Tür einzubauen. Gefällt mir nicht gut. Fehlt natürlich ein bisschen an Sitzreihe, aber ich denke mal, so ist gedacht. Trotz all den Cockpit-Perspektive, man sieht es ja, es ist relativ gleich. Einzige, was man schon nur so unterscheidet, ist das Lenkrad. Und ich glaube, auch dafür kann man jetzt auch mal sagen, deswegen haben wir auch kein Navi. Oh, man könnte dann auch sagen, wir sind deswegen auf dem Flughafen damit eher tätig, weil wir haben hier kein Navi. So rum ist besser. So, zum nächsten großen Marktführer, Mercedes mit Citaro K. Dann haben wir hier den eigentlichen Citaro. Den habe ich auf alle Fälle noch nicht. Den werden wir uns mal zulegen. Citaro K habe ich und die ganzen Elektrobusse. Deswegen kaufe ich mir vorher nochmal die anderen Busse hier. Ja, und auch zum MAN jetzt im Vergleich, viel anders ist es jetzt hier nicht. Auch alles sehr clean gestaltet, schön. Man sitzt hier von Anfang an, man sieht es ja auch so ein bisschen, die Kamera- und Cockpit-Perspektiven, die kann man sich sowieso vielleicht mal angucken. Kann man vielleicht mal ein separates Video dazu machen. Das unterscheidet sich extrem. Bei manchen Bussen ist es sehr dolle. Mit einem Mercedes kommt man zum Beispiel hier nicht sehr gut um die Kurve herum, muss ich gerade erfahren. Aber das kann man wirklich mal im Video machen. Wir gucken uns mal die einzelnen Kameraperspektiven an und werden mal so ein bisschen werten, was sind denn die besten Kameraperspektiven hier in welchem Bus. Oh, Mercedes Citaro G, gleiche Fassung, nur Gelenkebus. Da sind einfach mal 6 Meter, die der Bus länger ist. Achso, ja, natürlich hier. Es ist nicht viel anders. Also die Busse an sich heutzutage, die haben ja von der Sitzreihung her schon fast denselben Aufbau. Ob Scania, MAN oder Mercedes, das ist eigentlich alles dieselbe Chose. Und wenn ihr mal seht, jetzt hier sofort beim Einsteigen, die Kameraperspektive ist eine ganz andere. Wir sitzen schon relativ nah dran. Sehr angenehm, auch relativ weit oben, was ich immer sehr schön finde. Bei manchen Bussen sitzt man sehr niedrig. Man kann die alle einstellen, natürlich, weil es... Oh, hoppala. Weiß ich, aber wenn es auf Anhieb gleich schon gut ausschaut, ist es ja auch ganz angenehm. So, Mercedes E-Citaro, den haben wir schon. Ein toller Bus, einer der besten Busse, wie ich finde, in diesem Spiel. Die gleiche Variante natürlich in lang, der E-Citaro G. Dann haben wir den Carpath City und den Carpath City L, den habe ich schon. Das ist der längste Bus, den ihr hier in diesem Spiel finden könnt. Wir werden uns aber auch noch den Carpath City normal angucken. Da ändert sich ehrlich gesagt nicht viel. Das sind nur knapp einen Meter Länge mehr. Und wo die sitzen, das sind halt wirklich nur, glaube ich, eine einzige Sitzreihe. Und ich glaube zu meinen, die befindet sich tatsächlich hier. Hier ist in ein Doppelsitz ungefähr oder sogar ein Dreifachsitz. Und das ist der eine Meter mehr, den beim Carpath City L zu finden ist. Ja, wie gesagt, der längste Bus haben wir, und das können wir uns auch mal angucken, haben wir dann auch hinten, obwohl sich die Räder komischerweise drehen, ich weiß, verstehe es auch nicht ganz, haben wir dann eine Hinterradlenkung. Die haben wir. Ich weiß nicht, ob es die tatsächlich beim Bus-Simulator 18 schon gab, denn es war sehr schwer gewesen, mit denen zu fahren. Und wenn wir uns das mal im Großen und Ganzen angucken. Wir kommen relativ gut um die Kurve. Mal gucken, wie es jetzt hier ausschaut. Das wird, glaube ich, hier nichts.
Nein, voll verfehlt. Aber durch die Hinterradlenkung kommen wir mit dem Heck sehr gut rum. Das war zum Beispiel bei Bus 118 sehr ein Problem gewesen. Ja, und Problem wird auch hier zu sein, zu starkes Biegen. Da sieht man mal, was für ein Monstrum das eigentlich ist. Das ist riesenlang. Wo manche hier aufhören, da kommt noch die Länge dazu. Die anderen sind ja ungefähr so zwischen 18,5 Meter lang und vielleicht doch knapp 19. Hier 21, das ist dieses ganze Stück, was hier einfach nochmal länger ist. Das ist schon eine feine Sache. So, Mercedes-Benz haben wir jetzt absolviert. Wir kommen zum Scania und da haben wir, bin ich der Meinung, eigentlich normalerweise die 14,8 Variante. Die war nämlich sehr schick gewesen. Jetzt holen wir uns doch die normale Variante. Scania, sehr schön. Ich glaube auch vom Cockpit her einer der schönsten von allen. Das siehst du auch sofort an den Sitzen. Sehr schick gemacht. Auch die Inneneinrichtung. Da kann man auch die Farbwahl noch ein bisschen gestalten. Und ja, beste Cockpit überhaupt. Ich finde das Lenkrad einfach so hammergeil. Das ist wirklich, das ist, finde ich persönlich, die beste Koppelperspektive, auch vom Modeling her, die es hier in diesem Spiel gibt. Scania finde ich toll. Hätte ich mir gerne aber auch eine Gelenkebus-Variante gewünscht, wenn es sowas hätte geben können. Das wäre auf alle Fälle eine schöne Sache. Hier ist natürlich der Fokus ein bisschen mehr auf MAN und Mercedes-Benz, ist ja klar. Dann haben wir Citra. Citra, da haben wir an sich selbe Modell. Das ist so ein bisschen wie die Samsung-Reihe, wenn ihr euch einen Fernseher kauft oder generelle Handys. Die heißen zwar mal so ein bisschen anders mit der Seriennummer. Ihr habt da ja zum Beispiel S416, S417. Das sind aber alles dieselben Busse. Im Endeffekt nur, dass sie halt verschiedenste Länge haben. Hier haben wir zum Beispiel 14,6, hier haben wir 10,8, 13,3 und 13 Meter. Die kaufen wir uns allesamt jetzt auch. Eine einfache Tür zum Einstieg, finde ich auch mal sehr schön. Ich nenne es immer auch so gerne den modernen Dorfbus. Sehr schön hier gemacht. Und wie ich finde, auch eine schöne Cockpit-Ansicht, aber nicht Perspektive unbedingt. Wir sitzen relativ niedrig, aber trotzdem irgendwie hoch auf eine gewisse Art und Weise, weil der Bus so hoch ist. Da hätte ich mir eine höhere gewünscht. Das könnt ihr natürlich, das kann ich euch mal zeigen, hier alles machen. Ihr könnt nämlich hier die Kameramodi und den Fahrersitz zum Beispiel hochstellen. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel einmal vor, zurück, aber ihr könnt auch hoch und runter. So wäre es zum Beispiel eine schöne Sache. Könnt ihr vielleicht auch ein bisschen zurück machen. So. Und dann sitzt da wesentlich schöner. Ihr sitzt generell sehr hoch in dem Bus, ja klar. Aber trotz all dem würde ich mal sagen, finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ist ja auch schön fahren. Also ja, dieses hohe Sitzen, das ist wesentlich angenehmer. Ja, aber ihr seht auch schon, der andere Citra, jetzt den wir uns geholt haben, da ist die Kameraperspektive wieder weiter unten. Also die Kameraperspektive, die bleibt schon mal nicht so. Das ist schon mal eigentlich relativ gut, finde ich. Vielleicht bleibt natürlich bei denselben Bus, denke ich mal eher nicht. Aber dann könnt ihr sie nochmal verändern. Weil, wie gesagt, die Kameraansichten im Cockpit, die sind immer unterschiedlich. Hat ein bisschen Altbauwohnung-Feeling jetzt. Wir sind jetzt beim letzten Citra angekommen. Sehr, sehr hohe Decken, was aber das Ganze sehr schick und modern macht und halt so ein bisschen altbaumäßig. Und gerade, glaube ich, auch für die Leute hier hinten. Ihr kennt das so ein bisschen, wenn ihr hinten sitzt. Ihr könnt euch mal sehr schnell den Kopf stoßen, weil das nach hinten ab immer ein bisschen höher wird durch die Hinterachse einfach. Denn die verschwindet hier komplett. Ihr seht es ja hier. Ihr habt keine Aufbauten, wo die Sitze sind wegen der Hinterachse. Die ist dann quasi ungefähr hier in diesem Bereich. Die soll dann halt ein bisschen unsichtbar sein. Deswegen geht es so schräg hoch. Nicht so wie es hier ist. Hier habt ihr die Vorderachsen versteckt. So soll es da nicht ganz so sein. Ja, auch hier keine großartige Veränderung in Sachen Cockpit. Perspektive bleibt sogar dieselbe. Mir ein bisschen zu nah. Gut, last but not least haben wir Volvo. Und da haben wir zum einen den 7900 Electric, das sind alles bei Elektrobusse, und Accolated, den längeren mit 18,7 Meter. Auch ein Elektrobus, der sehr schick ist und vom Design her, ja, unter den ersten Top 3, wie ich finde, spielen kann. Wir kaufen einfach mal beide, ich weiß nicht mal, welchen ich davon noch habe. So können wir uns den mal einfach ein bisschen angucken. Zack.
solides Aufbau hier mit den Sitzen, aber von außen sieht er einfach mega schick aus und ich glaube, die Cockpit-Perspektive war jetzt auch nicht allzu verkehrt gewesen. Die ist auch ganz schick. Das ist so ein bisschen die Abspeckvariante vom Scania. Bis dato wirklich der Scania mit der besten Cockpit-Ansicht bzw. Detailreichtum, obwohl der E-Citaro da auch sehr gut rankommt. Ja, dann kommen wir eigentlich zum letzten Bus, den ich noch kaufen möchte. Das ist der Electric Accolade. Den hatte ich noch nicht gehabt. Ich glaube, den konnte ich mir zum damaligen Zeitpunkt noch nicht leisten. Da ich mir die Elektrobusse in kleiner Variante geholt. Ein und dasselbe halt, nur wie gesagt, halt als Gelenkebus wesentlich länger. Das sind ein paar Meter. Und ja, dann würde ich mal sagen, der letzte Bus für heute und in diesem Spiel, den man sich zulegen kann. Wieder Cockpit-Perspektive. Alles auch so ein bisschen dasselbe. Keine großen Veränderungen. Ich finde, der fährt sich immer sehr, sehr schön. Butterweich. Und es hat immer schön an Elektrobus, wie schön leise die sind. So, den kaufen wir. Dann bin ich der Meinung, müssten wir rein theoretisch gesehen alle haben. So, wir haben die beiden. Wir haben Volvo 2, Iveco waren auch zwei. Oh, hier fehlt noch einer. Den müssen wir noch holen, Alexander Dennis. Ich dachte, den habe ich schon geholt. Hier haben wir beide. Da haben wir den einen. Da haben wir zwei. Hier haben wir 6 Stück sollen es sein. Bei Citra sind es ja die 4 Stück. Und bei Mercedes-Benz sind es, müssen wir kurz mal nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch 7, also nicht auch 7 Busse, aber 7 Busse. Dann gucken wir uns nochmal an, ob wir alles haben. Weil ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir dadurch uns alles hier, wenn wir es alles gekauft haben, hier noch zum Beispiel großartig einen Erfolg freischalten. Gut, dann werden wir mal kurz nochmal durchschauen. Genau, hier haben wir 2, 2, 2. Hier sollten es eigentlich denn 6 sein. 4, 5, 6. Oh, 7. Da fehlt uns, glaube ich, irgendwo einer. Genauso wie bei Mercedes, da waren es dann auch 7 gewesen. Genau. MAN, da fehlt uns auf alle Fälle einer. Bin der Meinung, aber hatten wir den wahrscheinlich verkauft damals. Wir hatten ihn schon mal, einer unserer ersten Fahrzeuge, die wir uns neu gekauft hatten, als besonderes Fahrzeug, ist nichts Spektakuläres. Gegenüber zum Doppelstockbus natürlich relativ schlicht. Also das ist wirklich mehr als schlicht. Wir haben hier keine Tür, das heißt, wir haben eigentlich 2 Sitzreihen mehr und ansonsten erwartet uns hier nicht viel. Genau sah es, glaube ich, auch so ein bisschen vom Cockpit aus. Viel war es hier auch nicht. Oh, 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 er fährt einfach mal rückwärts. Warum auch immer. Oh, so. Die Lenkung aber ziemlich steif. Force Feedback ist ziemlich hart hier. So, dann kaufen wir den. Wunderbar. Wir haben's, ja. Schnapp sie dir alle. Erfolg freigeschaltet. Kauf alle Busse des Hauptspiels. Ha! 0,3%, 0,53% der Spieler haben diesen Erfolg freigeschaltet. Boah, ich bin was Besonderes. Gut, dann haben wir alle Busse. Ich würde mal sagen, beginnen wir es, wa? Beginnen wir die allerletzte Fahrt in diesem Spiel. Dazu nehmen wir uns mal folgende Route hier raus. Welche waren es hier gewesen? So, da würde ich mal sagen, auf zur letzten Route, wa? Wir nehmen uns, mal welchen Bus nehmen wir uns? Denn wir sind jetzt mittlerweile mit fast allen Bussen gefahren. Das muss schon so ein bisschen nicht traurig wirken oder so. Aber ich glaube, wir nehmen einfach mal hier den Volvo, die Gelenke-Variante. Die hatten wir ja vorher noch gar nicht gehabt. Und dann werde ich mit euch ein bisschen mal was erzählen, was natürlich jetzt hier noch auf diesem Kanal zum Bus-Simulator alles kommen wird. Eigentlich relativ einfach. Wir werden hier ein bisschen weiterspielen. Ich will mal gucken, ob wir mehrere Speicherstände hier erstellen können, weil wir haben hier noch die Karte von Bus-Simulator 18. Da bin ich natürlich mal richtig gespannt. Da wird noch so einiges auf uns zukommen. Ich glaube auch für die Leute, die Bus-Simulator 18 mögen, mal gucken, dass man da irgendwie eine Ankündigung macht. Da fragen mich immer noch Leute zu manchen Sachen, aber ich spiele das Spiel halt nicht mehr. Aber jetzt haben wir die Karte jetzt wieder. Und ich bin gespannt, ob wir halt dieselbe Engine hier mit drin haben. Das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Das gucke ich mir jetzt persönlich auch nicht vorher an. Da will ich mich nicht spoilern lassen. Und ja, da gucken wir natürlich erstmal, ob wir dann gemeinsam hier 2 Speicherstände machen können, weil sonst können wir natürlich auch hier irgendwelche Sachen uns raussuchen, wenn Fragen entstehen und existieren sollten, dann mache ich auch gerne Videos dazu. Was auf alle Fälle noch anstehen wird, ich hatte ja mit Erik schon einen Livestream gemacht,
In der letzten Woche, und zwar zu Silvesterabend gewesen, da wollten wir alle 137 Haltestellen befahren. Wir sind sehr weit gekommen tatsächlich. Wir hatten irgendwann Hunger gehabt, ich bin ganz ehrlich. Wir hatten irgendwann Hunger gehabt und dann war mir das Essen ein bisschen wichtiger gewesen, als den Livestream dann weiterzumachen. Ich würde trotz all dem sagen, dass wir doch versuchen, gemeinsam das Ganze hier irgendwie durchzukriegen. Und ich will trotzdem mit euch mal einen schönen Livestream machen. 137 Haltestellen, vielleicht mal auf einem schönen Wochenende, wie Samstag Abend oder Sonntag oder so auf den Nachmittag, und da würde ich euch ganz herzlich einladen, da können wir über alles quatschen. Das war letztes Mal sehr lustig gewesen, da waren einige da gewesen, Finn, denn ich glaube Lord 74, das war glaube ich Julian gewesen, dann war zum einen Franz wie immer da gewesen, viele schöne Fragen gestellt, auch wenn er manchmal dachte, er nervt, wenn es dann um Spiele geht, man kann nicht alles spielen, Franz, aber trotzdem, schöne Fragen waren dabei gewesen und die könnt ihr mir natürlich selbstverständlich auch stellen, alles mögliche. Wir reden über Gott und die Welt und dann machen wir uns eine schöne Zeit hier bei 137 Haltestellen. So, Fahrgäste möchte eine Fahrkarte haben. Die kriegt er natürlich auf der letzten Fahrt hier. Inoffiziell. Ah, diese Busse sollen umweltfreundlicher sein, nicht? Ja, das sowieso. Danke. Elektro ist, das neue, keine Ahnung, Graffiti. Ich habe keine Ahnung. Das ist so wie mit Rauchen. Selbst Rauchen ist elektrisch geworden. Ah. Herrlich, Gold Island, wir kommen. Das sind wirklich so die prägendsten Sachen, weil hier hat alles begonnen mit dem Bussimulator 21, wie schnell aber auch die Zeit so ein bisschen vergeht, muss man dazu sagen. Und einer der ersten Stadtteile, Nachbarstadtteile war, oder sagen wir mal weit entfernt drin, war einfach mal Gold Island gewesen. Klar, wir haben Chinatown gehabt, aber so richtig war es dann Gold Island gewesen. Gold Island, damit hat man sich mich sehr, sehr viel beschäftigt, sehr viele Thumbnails sind dort entstanden. Zum Beispiel Chinatown habe ich nur ein einziges Thumbnail oder vielleicht zwei verwendet, aber Gold Island, da waren schon ein paar Thumbnails jetzt mehr dabei gewesen. Und deshalb wollte ich jetzt einfach mal die Strecke benutzen. Ist ja sowieso die eine Haltestelle, die wir auf Stufe 5 bringen. Wenn es nicht funktionieren sollte, dass wir die jetzt hier mit der Fahrt auf Stufe 5 bringen, dann kann ich euch nochmal zeigen, wie ihr das Ganze nochmal ein bisschen selber meistern könnt. Ja, es sind meine Haare. Komm. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haarschnitt. Dann kann ich vorbeikommen. So, nämlich ist die Busbahnstrecke. Es ist nicht leicht, den Frühstücksspeck perfekt hinzubekommen. Tempomat rein, ach ist das herrlich. Wie gesagt, denkt auch daran. Ihr könnt natürlich immer noch Fragen stellen, wie ihr wollt. Also ich versuche dann auch kurze Videos dazu zu machen. Das macht mir besonders Spaß, Sachen herauszufinden. Wenn ihr aber mittlerweile Fragen habt zu ausgeglichenen Routen, wie ihr schnell Geld machen könnt und das und hier. Guckt mal einfach in meinem Playlist nach. Da habe ich einige Tipps und Tricks, wie ihr zu den ganzen Sachen kommt. Gerade auch schnelles Geld. Also der Drops ist ausgelutscht. Wenn nämlich Leute mir zum Beispiel jetzt irgendwelche Fragen stellen, dann schicke ich ihnen meistens den Link einfach, um sich das anzugucken, weil ich finde persönlich, Worte sind nicht so einfach wie manchmal im Video, wo ich doch mal mit Worten das versuche zu vermitteln, als dass ich halt zum Beispiel das in Kommentare schreibe. Also nur reine Worte. Das ist dann immer so ein bisschen schwieriger zu entziffern. So, Gold Island Tourist Zentrum. Achso, und natürlich, wir können doch gemeinsam noch entscheiden, wenn ich den Livestream mache, mit welchem Bus wollen wir diesen denn eigentlich bestehen. Wir haben beim letzten Mal Carpa City L genommen, den würde ich zum Beispiel weglassen, weil den haben wir jetzt schon mal genommen, der ist ja schon im Video jetzt verewigt, aber andere Busse könnten wir vielleicht überlegen. Oh, Hallöchen. Sonderfahrt, Leute, heute ist eine Sonderfahrt. Ist in Ordnung, komm, geht nach hinten, Dankeschön. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Nee, alles in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht noch schneller... Ach, ja, mit Fahrrad hier von der Stadt bis Gold Island, genau. Mach mal, Albert Einstein. Ach, so. Ich bin aufgeregt. Ey, ich bin richtig aufgeregt, wa? Das könnte jetzt der letzte Halt sein, der das gesamte Spiel verändern wird. Das ist die letzte Mission, weil ich glaube, weiter kommt nichts. Perfektion ist die letzte Mission. Und dann haben wir es geschafft. Ja, lassen wir ihn drinnen. Oh. Hier ist ja was los. Gut, dann können wir ihn auch wirklich dann hinten aufwecken. Der Herr? Da. Sind doch gerade eingestiegen, oder? Komm, wir catchen uns mal so ein bisschen vor. Ah, schade. Warte, doch, 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 doch. Warte, 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 warte. Ah, das wird eng.
Oh, okay. Ja, die Leute laufen hier alle durch den Bus durch. Leute, habt das bald irgendwie mal? Ich will das Video zu Ende bringen. Das sollte eigentlich ein sehr dramatischer Augenblick sein, wo ich das gesamte Spiel jetzt beende, die letzte Mission. Ja, okay, ja, genau, lauf doch mal zurück, richtig, ja, ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Okay, kann ich jetzt? Wunderbar. Ja, genau, ja. Ja, guck mich auch noch an. So, jetzt aber, oder? Ja, sie ist drüben. Puh. Letzte Mission. Das Spiel Bus-Simulator 21 ist beendet. So. Stufe 5. Willkommen. So, erste Stadtteile auf Stufe 5 schon mal ausgebaut. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Es kann sein, dass noch ein, zwei Haltestellen vielleicht übrig sind, die eigentlich schon auf Stufe 5 oder 6 sind, aber noch auf 4 geschaltet sind. Was ihr dann machen könnt, einfach hier auf die Stadtteilnamen gehen und dann seht ihr überall die Haltestellen, welche Stufen die gerade haben. Hier 5 von 5. Da sieht's auch alles gut aus. Millbrook, auch gut. Die Nile. Ach, guck mal hier. Da zum Beispiel. Ah, nicht ganz. Die können wir ganz mal hoch machen. Da ist noch irgendwo eine Haltestelle. Oder vielleicht sogar noch mehrere. 555, ja. Valley Springs sieht auch relativ gut aus. Petunia. Indigo Hill. Es sind wahrscheinlich die Stadtteile, die am meisten was haben. Sunkiss, da können wir mal gucken. Ich glaube, Sunkiss, da könnte eine Haltestelle dabei sein, wo du noch auf 4 steht. Seaview. Ach, guck mal hier, Seaview. Nee, immer noch eine. Oh, das macht es ja ein bisschen spannend, muss ich sagen. Huh. Gold Island. 5 von 5, okay. Es kann sein, dass ich hier wahrscheinlich wieder was vergessen habe. Hier sind sehr viele auch wieder. 5, 5. Ach. Guck mal, einer, schau. Nee, da nicht. Ich hab gedacht, da habe ich was vergessen. Oh, Highlander Park haben wir noch. Da! Silver Street, wir haben es geschafft. Bus Simulator 21 ist beendet. Wir haben tolle Arbeit mit unserem Busunternehmen geleistet. Darauf können wir stolz sein. Dein Busunternehmen bietet Angel Shores ein zuverlässiges und schnelles Streckennetz. Es lief sogar besser als geplant. Glückwunsch. Wir können uns doch nicht einfach hier stehen lassen. Beim Tourismus und der Besucher der Kulturhotspots ist erstaunlich. Ein Traum ist wahr geworden. Es war eine fantastische Idee, dieses öffentliche Verkehrsprojekt zu starten. Es ist großartig geworden. Es melden sich so viele Menschen und erzählen mir, wie gerne sie mit unseren Bussen fahren. Wir hätten uns kein besseres Ergebnis wünschen können. Ein solches Feedback ist einer der Gründe, warum ich meine Arbeit liebe. Du warst großartig. Wir waren großartig. Oh, Hauptmission Perfektion. König der Bucht, selten Erfolg freigestellt. Schließe alle Missionen Angel Shores ab. Es ist vorbei. Nein, keine Mission mehr. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, was soll ich machen? Oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Okay. Dramatische Musik, bitte. Es war eine wundervolle Zeit gewesen mit euch. Bus Simulator 21 hier aus Angel Shores. Ja, was soll ich euch sagen? Die Stadt, sie war immer voll gewesen. Manchmal laufe ich wie bei der Matrix, wie in Zeitlupe, und alle anderen sind zu schnell für mich. Aber ich hab's gerockt. Wir haben's gerockt. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Freunde der guten Laune, das war's gewesen. Angel Shores durchgespielt. Bestimmt werden wir hier ein, zwei Folgen von Angel Shores kommen. Wie gesagt, wir haben hier so viele Ideen, so viele Fantasien. Aber wir beginnen natürlich hier beim Bus Nummer 23 noch mit unserer anderen Karte. Was euch da erwartet, gucken wir uns mal ganz kurz an.
Wir haben ich noch Seaside Valley. Den kennt ihr alle aus noch Bus 118er Zeiten. Das ist das Schöne. Wir können ja anscheinend noch mehrere Speicherstände machen. Dein neues Gebiet befindet sich in Europa. Also denk daran, dich an die bisherigen Verkehrsregeln zu halten. Das sehen wir in den nächsten Folgen. Seaside Valley, ich komme. Ich bin mal gespannt. Bitte nicht spoilern, ob Seaside Valley da ein bisschen anders ist als bei Bus 118. Bitte wirklich da nicht spoilern. Wer gespoilert? Naja gut, ja, ihr werdet sowieso, wenn überhaupt, spoilern. Aber ich bin da mal ganz doll gespannt. In diesem Sinne, Freunde, guten Laune, macht's gut. Wir sehen uns dann in Seaside Valley wieder. Auf Wiedersehen und tschüss. Achso, und denkt daran, Livestream kommt auch noch von Angel Shorts. Also erst Angel Shorts, Livestream mit allen 37 Haltestellen und dann Seaside Valley. Macht's gut. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.